Hallo meine lieben Filmfans und Freaks, hier ist wieder euer Movie Picker und willkommen zu meinem neuen Blu-ray-DVD-Update. Und ja, ohne lang zu schnacken, geht es auch direkt weiter. Ich habe jemanden einen aus der Community einen Film abgekauft für 5 Euro mit Versand. Und zwar handelt es sich um eine Limited Uncut Edition in einem Metal Pack auf Blu-ray von XT Video. Warum ihr euch fragt, warum der so günstig ist, und das seht ihr jetzt hier. Ja, total zerdellt, auseinandergerissen. Und ja. Da hat die Post mal ganze Arbeit geleistet. Na, wie man sieht, hält es auch hier. Also es ist komplett auseinandergebrochen. Ja, also ich fand den Preis dafür okay. Ich werde mir hiervon, glaube ich, dann die DVD-Edition holen. Mit dem 3D-Hologramm-Cover und werde dann da die Blu-ray reinstecken. Also derjenige, der hat natürlich den vollen Preis gezahlt. Und als er halt gesehen hat, dass er Post hat, haben die das bei ihm so übelst reingequetscht. Also ich finde das unmöglich, wie die Post mit fremdem Eigentum umgeht. Und er sammelt die Teile halt auch und ist für ihn jetzt quasi wertlos. Ja, also daraufhin hat er den halt zum Verkauf freigegeben. Und ja, da ich den halt auch mal sehen wollte, kam das für mich halt in Frage, sag ich mal. Und ja, ich meine, ne, sieht zwar jetzt scheiße aus, aber da ich mir halt auch ein eigenes Bild von dem Film machen wollte, weil der ja auch ziemlich zerrissen ist. Ja. Zu Recht. Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Stellt sich nicht scharf. Naja, Coffin Baby ist halt sowas wie der zweite Teil vom Toolbox-Mörder. Die Tusi hier wird von dem Toolbox-Mörder gefangen genommen in einem Keller halt. Und er malträtiert sie halt teilweise richtig krass. Und naja, so wie sie sich da so verhält, was er ihr so antut, das geht manchmal so unter keine Kuhhaut. Also das ist ziemlich billig gemacht, so muss ich es leider mal sagen. Also hier ist der Toolbox-Mörder. Ich weiß nicht, ich konnte es nicht genau erkennen, weil das ziemlich hektisch war in dem Moment. Er hat irgendwas in die Hand genommen und schrappt ihr hier so den Unterarm auf. Und also würde man bei mir so schon das Fleisch und die Muskeln sehen, ich würde nicht so komisch schreien wie sie. Also das war irgendwie, weiß ich nicht, das kam halt nicht glaubhaft rüber irgendwie. Dann gab es noch so eine Szene mit einem Bunsenbrenner, dass er sie auch am Unterarm mit einem Bunsenbrenner bearbeitet und sie schreit, nein, bitte nicht. Und das war's. Also, keine Ahnung, ich wäre erstmal, keine Ahnung, ohnmächtig oder so. Ich weiß nicht, teilweise sieht das. War es halt nicht so toll von den schauspielerischen Leistungen her. Ja, die Story ist an sich ganz okay, nur irgendwie hat es an der Umsetzung ein bisschen gehapert und ja, also hiervon gibt es halt auch ein Mediabook, aber das muss ich, glaube ich, nicht haben. Mir reicht hier erstmal meine 5-Euro-Edition. Ja, die ist sowas von einzigartig, die hat keiner.
Und ja, Coffin Baby. Von demselben guten Mann, von dem ich den ich den Film abgekauft hat, er hat mir noch ein paar extra Sachen hinzugefügt, also quasi Gratisbeilagen. Und zwar, warum die gratis waren, seht ihr jetzt. Und zwar handelt es sich hier um den Film Civic Duty aus der Störkanalreihe, die Nummer 23. Hier fehlt einfach der Schuber. Ja, also hier ist ja eigentlich noch ein Schuber, der hier drüber gehört. Und er hat es abgegeben, weil er halt ein Paket gekauft hat von der Störkanalreihe und er jetzt seine Sammlung damit komplett hat und die hier einfach doppelt waren. Und ja, da hat er an mich gedacht und mir die halt gratis mit beigelegt. Hier ist die Inhaltsangabe dazu. Film kenne ich natürlich noch nicht. Und ja, finde ich super. Also, ne, ob da jetzt der Schuber bei ist oder nicht, Hauptsache erstmal in der Sammlung. Die nächste Gratisbeilage ist genauso, dort fehlt auch der Schuber, ist die Nummer 8 aus der Reihe, Savage. Was ganz lustig ist, der Film heißt ja Savage, wie gesagt, aber auf der Seite steht Van Diemen's Land. Das ist wiederum ein anderer Film aus der Reihe, also das ist kein Alternativtitel oder so. Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen und ja, da wurde halt was Falsches auf der Seite draufgedruckt, was wohl nicht ganz, also das muss wohl schon des Öfteren bei Störkanal passiert sein. Und ja, hier sieht man es, das ist eigentlich von Demon's Land. Und ja, das ist Nummer 2. Und der dritte ist auch aus der Störkanalreihe, aber nicht offensichtlich. Der Film Ecstasy. Kenne ich auch noch nicht. Aber muss wohl. Ja, ist halt ein Drogenfilm, wie man aus dem Titel schon entnehmen kann. Und. Ist wohl auch hier musikalisch untermalt mit viel Trance-Musik, House und Trance und ja, bin ich auch mal gespannt. Also finde ich super klasse. Also ne, für umsonst top. So, das war alles von dem einen und denselben User aus der Community, wie gesagt. Dann kommen wir zu einem Tausch. Und zwar habe ich hier bekommen das High Tension Media Book. Und als Gegenleistung hat er von mir auch High Tension bekommen, aber als kleine Blu-ray Hardbox. Und da muss ich sagen, da ziehe ich lieber das Media Book vor. Das war noch original verpackt. Und ja, zu High Tension brauche ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Ja, also der Film, der die französische Terrorwelle nach vorne gehauen hat. Absolut top. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, also kann man sich auch immer wieder angucken, finde ich. Achso, hab ich das eigentlich gezeigt? Nein. Hier ist dieses Bild dort hinter versteckt. Und hier hinter ist nichts. Ja, und wie gesagt, ob ich da jetzt die kleine Blu-ray-Hardbox von hab oder nicht, oder lieber ein Mediabook, bevorzuge ich das Mediabook. Meine Blu-ray-Hardbox hatte dasselbe. Cover Artwork
Und also für mich persönlich wäre es noch geiler gewesen, wäre es das Cover gewesen mit der Hand und dem und der Rasierklinge. Aber das finde ich vollkommen okay. Und es ist komischerweise sind beide gleichwertig vom Preis her. Was wahrscheinlich daran liegt, da die Blu-ray-Hardbox, glaube ich, auf 333 Stück limitiert war. Aber für mich ist es ein 1:1-Tausch in meinen Augen und ja, top einfach nur. Ich glaube, das ist ungefähr Mediabook Nummer 14 bei mir in der Sammlung. Und ja. Dann kommen wir zu einem Kauf. Es ist leider ein Bootleg. Und zwar handelt es sich um Scarecrows in der Unrated Version von Midnight Movies. Ich bekomme aber noch aus einer Wichtelaktion, ein verspätetes Wichtelaktion, eine verspätete Wichtelaktion, so. Bekomme ich aber noch die Dragon-Version davon im Digipack. Ich muss mal eben ganz kurz was trinken, Entschuldigung. Und die ist aber leicht gekürzt. Auf Schnittberichte gibt es leider auch keinen expliziten Beitrag irgendwie. Mal davon ab sind sowieso sämtliche Bilder von Schnittberichte verschwunden. Die waren ja mal, glaube ich, einen Tag und eine Nacht war die Seite ja mal down. Und also speziell bei 131er Film sieht man leider keine Bilder mehr in den Schnittberichten und ja, das gab wohl anscheinend ein bisschen Ärger. Und ja, aber ich wollte den halt trotzdem in der ungekürzten Version haben, weil hier auch das Bild etwas besser sein soll als auf der Dragon Digi. Das soll wohl unter aller Sau sein. Und ja, dann kann man das natürlich austauschen oder einfach nebeneinander stehen lassen im Regal. Ist ja auch egal. Ja, die keine Jugendfreigabe ist natürlich hier Schwachsinn und ein Witz. Dort neben diese Symbole, Faust soll ja dann Gewalt darstellen und die Spinne ist Horror. Diese Sachen gibt es nur in Holland. Als Zugabe, sage ich mal, sowas gibt es bei uns hier nicht. Ja, der heißt noch, als Alternativtitel heißt er noch Paratrooper. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie interessiert mich der Film. Keine Ahnung, ob der gut oder schlecht ist, weil ich wollte schon immer mal irgendwie einen Vogelscheuchen-Horrorfilm sehen und ich kam irgendwie noch nicht in den Genuss. Und ja, da habe ich halt in einer anderen Gruppe, habe ich halt gesehen, dass dort den jemand verkauft. Für kleines Geld. Und ja, da habe ich einfach mal zugeschlagen und bin gespannt. Ich habe auch schon nachgeguckt, die ist gepresst, so wie es aussieht. Das heißt, man hat noch etwas länger was von der DVD. Und ja, die Aufmachung ist okay. Also, ne, könnte schlimmer sein, finde ich. Und ja. Das war Scarecrows. Dann kommen wir was, genau. Tolles Deutsch. Dann kommen wir zu einer Kindheitserinnerung. Das war ein Tausch. Und zwar handelt es sich hier um He-Man and the Masters of the Universe in dieser Special Box 2-Disc Edition. Die beinhaltete das Geheimnis des Zauberschwertes und Weihnachten auf Eternia. Hier ist das Geheimnis des Zauberschwertes gekürzt drauf. Hiervon gibt es noch eine 3-Disc-Edition, wo auch das Geheimnis des Zauberschwertes gekürzt ist. Aber auf der 3-Disc-Edition befindet sich noch die ungekürzte Fassung davon.
allerdings nicht mit deutscher Tonspur. Und da mir halt speziell diese beiden Filme noch gefehlt haben, und da es ein Tausch war, mein Gott, auf das bisschen Handlung, was da fehlt, kann ich auch verzichten. Und ja, für mich totale Kindheitserinnerung, super Fan immer noch. Und ich habe mir auch gestern das Geheimnis des Zauberschwertes angeguckt und ja, finde ich immer noch super. Also kann ich mir immer noch reinziehen, keine Ahnung, auch wenn ich alt und klapprig bin und im Rollstuhl sitze, das wird, glaube ich, immer meins sein. Ich hatte damals sehr, sehr viele Spielfiguren davon und ich bin absoluter Fan und schäme mich auch nicht deswegen. Und ja, hier gibt es ein Musikvideo dazu. Speziell zu dem Film Das Geheimnis des Zauberschwertes. Also wer hier mal He-Man bzw. Prinz Adam singen sehen will, der sollte sich das mal unbedingt reinziehen. Das ist schon sehr abstrakt. Also, das kannte ich auch noch nicht. Hier gibt es noch einen DVD-ROM-Content. Das ist das Drehbuch als PDF zum Downloaden. Das ist auch eine witzige Geschichte. Dann sind hier noch Dokumentationen drauf, Beispiele der He-Man-Moral. Wer die Serie kennt, immer am Ende der Serie gibt es eine Moral. Profile der Figuren, Orkus Fun Facts und ja, wie gesagt, das fehlte mir noch. Ich habe jetzt alle Staffeln und jetzt hier die beiden Filme endlich komplett, was ich schön finde. Kein FSK-Flatschen. Ist auch hier noch also das alte Design von der FSK-Freigabe. Und ja, ich möchte mir das halt auch gerne auch alles komplettieren. Sprich, ich möchte noch gerne Brave Star haben, Mask, Defenders of the Earth und wie sie alle heißen. Und das gibt es auch teilweise zwar auf Blu-ray, aber ich weiß nicht, also hier reichen mir die DVDs definitiv. Und ich weiß nicht, das ist halt auch noch so ein bisschen Flair, ein bisschen Atmosphäre. Und ich weiß nicht, da brauche ich nicht so ein aufpoliertes Bild davon. Da reicht mir, wie gesagt, hier die DVD, speziell hier von New KSM. Und ja, die Staffeln, die ich habe, die sind da halt aufgeswitcht in Staffel 1 Volume 1, Staffel 1 Volume 2 und die sind halt auch so aufgemacht, sprich hier in so einem Pappschuber. Und ja, das passt halt alles super gut, wenn man das so stapelt. Sieht super im Regal aus und ich bin froh, dass ich das jetzt komplett habe. Ja, das war's, meine lieben Filmfans und Freaks. Mehr habe ich im Moment nicht zu bieten. Ich habe noch zwei Mediabooks vorgestellt. Die werde ich vorstellen und ich habe sie vorbestellt, das wollte ich sagen. Rauskommen die ungefähr Mitte Februar. Wann ich sie dann letztendlich hier habe, weiß ich noch nicht. Das wird sich halt noch herausstellen. Dann bekomme ich noch einen Independent-Horrorfilm, wo ich auch noch nichts verraten möchte. Bekomme ich sonst noch was? Ja, das angesprochene Wichtelpaket wird hier antreffen, wo ich mir drei Sachen, also sprich drei Filme, maximal drei Filme raussuchen kann und dann dementsprechend drei neue werde ich dann halt auch reintun. Mal gucken, ob ich drei überhaupt zusammenbekomme. Wie gesagt, wenn noch Scarecrows drin ist,
von Dragon, den werde ich mir auf jeden Fall rausnehmen. Und ich bin der vierte in der Reihe, wo das Paket ankommt. Und ich weiß nicht, was meine drei Vorreiter da rausnehmen und was mir noch übrig bleibt. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ja, wenn ich das alles zusammen habe und hier gesammelt und eventuell schon gesichtet habe, dann werde ich das euch natürlich in einem neuen Update-Video vorstellen. So habt ihr erstmal neues Futter von mir bekommen und ja, das war's von mir. Ich habe die Macht und wir sehen und hören uns. Macht's gut, ciao.